Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich spiele World of Goo für euch im zweiten Kapitel. Herbst fliegt ihr kleinen Multiterrain Hovermobile. Viel Gelände Hovermobile halt. Okay, das sind zwei U-Startpunkte. Was schreibt denn der Schildermaler? Im Umkreis von vielen Meilen gab es Berichte eines großen drehenden Rades in der Luft. Alle sind verrückt außer ich. Schildermaler. So, was sind denn... die klingen komisch. Och! Guck an! Ballonis! Jetzt ist natürlich die Frage... Was steht hier? Irgendwo auf dieser Insel ist eine Energiequelle. Und es generiert Elektrizität für die ganze Welt. In letzter Zeit ist sein Output weniger als zufriedenstellend gewesen. Punkt, Punkt, Punkt. Es sieht so aus, als wenn es morgen geregnet. Schildermaler. Ja, X, da unten müssen sie hin. Okay. Okay. Wie kann ich denn die Flugrichtung wohl bestimmen? So geht's irgendwie. So, wo sind meine anderen? Noch lange nicht da. Aber dieser Drehdichttaktik, dem sich drehenden Rad in der Luft, komme ich hier rüber. Es ist ein bisschen mühsam, ja, ja. Aber das tut man nicht alles, um die kleinen Gubelle zu retten. So. Ich glaube, jetzt bin ich weit genug, dass das Ding mal landen darf. Lande. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. So, ich den nochmal ab, wenn das noch überfällt. Zack. Alle bitte mitkommen. So, jetzt fliegt es wieder. Muss ich aber hier rüber. Weil da ist mein Ausgang. Also kann ich mich so irgendwie an dieser Ranke hier orientieren. Ranke, 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 Ranke. Noch ein Stück nach links. Ein Stück nach links. Ein Stück nach links. Ah. Noch ein Stück nach links. Und noch ein Stück nach links. So, da muss es runter. Ach, und ich habe hier diese Schleimguss. Die kann ich hier so als Tropfen dranhängen. Und je mehr Tropfen ich hier dranhänge, desto schwerer wird's, oder wie? Und ich muss 4 Guss retten. Aber nochmal schauen. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. 2, 3, 4. Meine Luftballons kann ich gar nicht mitnehmen. Das ist ja traurig. Naja. Gut, ich habe 10 von 4 notwendigen Guss gerettet. Das geht ja richtig. Puff, puff, sind sie geplatzt. Und der letzte ist auch noch geplatzt. Ziel 4. Gesammelte 10. Extra Gubelle 6. 65 Moves. Naja, klar, wenn ich die ganze Zeit diese Ballons von A nach B schubse. In 4 Minuten 9. Weiter geht's. Schlurp.
So, aber das heißt auch das Ende für dieses Let's Play. Und weiter geht's mit Blustery Day. Von dem ich nicht weiß, wie man es übersetzt. Aber ich kann ja mal hier gucken, was noch so alles kommt. Geht's dann anscheinend hoch. Ah ja, bis zu diesem, naja, kopfähnlichen Gebilde. Wie dem auch sei, es war mir eine Freude, ein Let's Play für euch zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns in Blustery Day. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.